Hi, ich bin Vanessa Mai. Viele kennen mich als Musikerin. Ich bin aber auch begeisterte Naturkosmetiknutzerin. Und ich freue mich echt mega, dass ich jetzt meine eigene Naturkosmetiklinie rausbringen darf mit Alverde. Wolke 7. Und das ist mein Alverde-Interview. Meine tägliche Routine, wenn ich im Alltag zu Hause unterwegs bin, dann habe ich gar nichts im Gesicht. Also da liebe ich das wirklich, dass ich einfach mal nichts drauf habe und dass meine Haut atmen kann. Kommen die Haare hoch und dann habe ich auch wirklich nichts im Gesicht, weil halt dafür umso mehr auf dem Gesicht drauf ist, wenn ich auf der Bühne bin. Und dann lasse ich es richtig krachen, das macht auch total Spaß. Musik machen, auf der Bühne stehen, ja, und Sängerin werden, war ab der ersten Sekunde klar, dass ich das werden will, als ich bei meinem Papa auf der Bühne stand. Er hat mich mit 5, 6 das erste Mal auf die Bühne genommen, da habe ich noch Tambourin gespielt. Und da wusste ich, okay, das liebe ich, das lebe ich. Und dann haben meine Eltern mich natürlich auch total unterstützt und mich überall gefördert und immer an mich geglaubt. Also mit alle Probleme. Als ich Schlager gesungen habe, wusste ich nicht, dass das Schlager ist. Es war halt einfach Musik für mich und ich halte auch nichts von irgendwelchen Betitelungen und dieses Einordnen in irgendwelche Schubladen. Das ist ja auch bei meinem neuen Album so, dass ich da so ein bisschen mit Vorurteilen aufräumen möchte. Ich habe von vielen Künstlern gehört, dass sie es ganz schrecklich finden, wenn man von dieser Bühne und laut und Leute und Fans und wenn man dann ins Hotelzimmer kommt und alles ist still. Ich liebe es, ins Hotelzimmer zu kommen und Ruhe zu haben. Und ich nehme meistens mein Handy und bin noch stundenlang auf Instagram, weil ich halt immer gucken will, okay, Hashtag Vanessa Mai, okay, was haben die Leute hochgeladen, wie war das Konzert, wie sind die Reaktionen? Hey, hier ist Vanessa Mai und ich freue mich mega, euch sagen zu können, dass ich diesen Monat auf dem Cover von Alverde drauf bin. Vorne drauf, also einfach mitnehmen und dann ein bisschen was über meine Produktlinie erfahren. Mich überzeugt an Naturkosmetik Nachhaltigkeit einfach für meinen Kopf. Ich habe da einfach ein gutes Gefühl bei und es überzeugt mich einfach, weil ich es nehme und wirklich die Ergebnisse für sich sprechen. Also es fängt bei meiner trockenen Haut an und ich habe, seitdem ich eine besondere Creme von Alverde benutze, diese trockene Haut nicht mehr und da geht es halt weiter. Ich fühle mich da einfach echt wohl mit. Das Besondere daran ist auf jeden Fall, dass ich zu 100% meine Finger drin habe. Hä? Ach, also jetzt nicht in den Cremes, sondern halt im ganzen Thema. Vom kleinsten Detail an war ich da einfach im ganzen Prozess involviert. Gerade Alverde halt auch vom Packaging, vom Design, von der Kommunikation. Es ist halt total cool und jung und fresh und spricht mich halt einfach an. Und ja, es macht Spaß.